Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Bus des Konstruktionsviertels. Wir kommen jetzt zum Actionbus, dem guten Krobolus. Krobolus ist nur der Prototyp, auf dem eine ganze Riesenarmee basieren wird. Und ihr seid Versuchsobjekt Nummer 1. Okay, also seine Giftfolge hat die Eigenschaft, dass wenn sie ausgelöst wird, kriegt jeder einen Schaden. Und wenn dadurch jemand stirbt, haben wir ein Problem, weil er bekommt dadurch einen zusätzlichen Gegner. Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich mein altes Rushy One Deck. Ist auch ein Priester-Deck, hat den Vorteil halt eben, dass wir viele Gegner auf dem Deck haben, die nicht nur einen Schaden haben, sondern wir können als Priester können wir halt eben schön hochbuffen. Also gerade ein Lichtbrunnen, der stirbt uns nicht bei einem Schaden. Oder auch eine Lichtbrut, die stirbt uns auch nicht. Und ja, mit dem Schattenwort Schmerz und Schattenwort Tod können wir halt eben noch einen zufälligen anderen Gegner weghauen. So, erste Runde. Wir können nichts machen, geben gleich an ihn ab. Und er spielt auch nichts. Das heißt, wir spielen gleich einen Lichtbrunnen, dass wir ein bisschen Heilung auf dem Deck haben. Und geben ab in die nächste Runde. Was spielt er jetzt? Er spielt die vier Schwerter. Okay. Die können wir natürlich aktuell in der Runde recht schwer handeln. Deswegen verdoppel ich meinen Lichtbrunnen. Dann haut er mir zumindest mal nicht gleich weg. So, der schlimme Echo-Schwamm, der natürlich eine schöne Eigenschaft hat, wenn man ihn direkt nach dem Spawnen halt eben gleich buffen kann, hat man extrem gute Möglichkeit. Gut. Ja, ich spiele Lichtbrut. Wir könnten auch einen Schlamm wegnehmen. Aber ich hoffe jetzt natürlich, dass er uns eher ins Gesicht geht. Und nicht so sehr... Oh. Okay, er baut einen Tank und geht uns ins Gesicht. Gut, das ist natürlich jetzt die Möglichkeit. Wir haben eine heilige Nova. Und wir haben den Manipulator und kopieren uns einfach seine Schwerter. Und mit dem haben wir dann die Möglichkeit, nicht in der Runde, sondern, ja, wir haben jetzt natürlich einen Tank. Jetzt hoffe ich natürlich, dass er direkt auf uns drauf geht als erstes. Nee, er bufft sich seine Schwerter, reicht ihm aber nicht, um zum Überleben. Und sie sind weg. Okay, waren jetzt natürlich eine teure Sache. Aber er hat lauter Teile stehen jetzt mit nur 2 Leben, was natürlich jetzt für uns sehr, sehr schön ist, weil wir das Ganze ausnutzen können und mit der heiligen Nova an ihm natürlich schön in die Ohren hauen. Wir haben wieder unseren Lichtbrunnen, der uns schön heilt, setzen noch eine Priesterin drauf und gehen mit 5 Schaden direkt ihm ins Gesicht. So, steht 25 zu 23, nicht schlecht für uns. Er haut sich den nächsten Tank drauf, der 2 Schaden macht, wenn er explodiert. Was bedeutet, gehe ich mit der Lichtbrut drauf, ist sie weg, weil es sind insgesamt 6 Schaden. Mit einem Schaden wird Schmerz oder Tod kriege ich ihn nicht weg und ich glaube, mir wird nichts anderes übrig bleiben, wenn ich die Lichtbrut nicht buffen kann. Dann ist es halt eben weg. Wir sind auch erst Runde 7, das heißt, ich kann noch keine Gedankenkontrolle machen. Und ja. Dann gehen wir lieber auf ihn drauf und bringen unsere Priesterin dann in Sicherheit. Da passiert der große Schaden. Wir gehen hier drauf. Eine Heilung. Kriegen eine extra Karte. Spielen noch einen Akolyt des Schmerzes. Noch einen Lichtbrunnen. Und, na, ihr habt den Schaden vergessen. Naja. Okay, er haut uns ein bisschen was drauf. Macht eine Giftwolke, um sie wegzumachen und kriegt dafür einen Schlamm. Und noch einen Schlamm. Und bufft sich den Schlamm gleich. Das war genau das, was ich gerade eben gemeint habe. Und dadurch hat er natürlich jetzt auf beiden Schwämmen diese 5 Schaden drauflegen. Okay. Wir bekommen einen 5er Vernichter. Den nutzen wir auf einen drauf. Auch weg. Dann können wir... Nee, bringt nichts. Gehen wir noch mit einem Schaden ins Gesicht und heilen uns ein bisschen.
Den Schaden schauen wir mal, wo die jetzt entsprechend hingehen. Ja, auch nochmal. Da noch ein aerobisches Ei. Kann ich Bedarf würfeln? Er haut alles raus, was er irgendwie hat. Und wir bekommen eine rote Arena nochmal. Okay, die 5 Schaden gehen ins Gesicht. Er kriegt ihn nicht vergrößert. Und unsere Brunnen heilen. Was geht's? Das ist sehr schön. Wir haben Runde 9. Und können den Herrn der Arena spielen. So, geh raus. Dann den einmal hochwaffen, damit er uns nicht gleich wegstirbt. Damit er die 5 Schaden aushält, die 2 Schaden. Sollen wir hier noch ein bisschen was... Nee, gehen wir erstmal hier drauf. Er kann sich ja entsprechend... Und er macht nochmal ein bisschen extra Schaden. Ja, geht natürlich hier direkt drauf. Und es sieht immer noch gut aus. Alles hier weggehaut, aber er hat jetzt natürlich hier die komplette Front voll. Jetzt wären Abräumer natürlich sehr, sehr praktisch. So, Feendrache bringt gar nichts. Aber wir übernehmen einfach mal seinen Spinny. Hier hat er noch genug. Den sollten wir allerdings noch hochheilen, den haben wir Arena. Nee, aber das geht natürlich nicht. Damit ist er weg. Er bastelt sich seinen Kräuterheini auch nochmal hoch. Schleim. Hat jetzt 2 Tanks hier liegen. Und geht uns mit allem, was er hat, ins Gesicht. Okay, da auch nochmal ein bisschen Schaden auf uns drauf. Wir haben ja schon genügend, also. Ja. So, nächste Runde. Wir bekommen ein Schatten. Ein Schild. Sollten den hier nochmal ein bisschen hoch, falls er das Ganze hoch. Die 7 Schaden machen mir natürlich echt Angst, aber wir haben hier noch 3er und einen 5er Schaden. Nehmen wir eben einen Tank schon mal weg. Spielen noch einen Feendrachen, den er direkt angreifen müsste. Den hier auch noch raus. Und damit er nicht durch seine Spezialfähigkeit stirbt, legen wir ihm ein Schildchen drauf. So, jetzt hat er seinen Spaß nach dem Brunnen gefunden, möchte den jetzt endlich mal wegbekommen. Das ist schön. Damit haben wir natürlich hier die perfekte Möglichkeit, uns direkt seinen Schleim abzuholen als Tank, gehen ihm direkt ins Gesicht und er hat nur noch 4 Leben. So, müssen wir noch irgendwas machen? Ne, bei ihm drüben liegen auch 7 Schaden. Er haut sich schon den nächsten Tank rein. Macht allerdings noch seine Spezialfähigkeit. Und geht dann auf den Tank los und alles weghauen, was irgendwie geht. So, auf den geht er auch, hat noch 2 Leben. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch am Tank vorbeikommen. Haben dort nochmal die extra 2 Schaden. Das heißt also, wir haben gewonnen. Hier haben wir auch nochmal 5 Schaden und setzen ihn direkt. Und nochmal von vorne. Aber nur für dich, wir haben es bereits geschafft. Ja, das war die Runde hier gegen Grobulus. Wir bekommen den irren Wissenschaftler und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und ja, vielleicht sehen wir uns gleich bei der nächsten Runde oder bei einer heroischen Herausforderung hier im Konstruktviertel. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis gleich. Tschüss! Hearthstone! Heroes of Warcraft! Thank you.
Fluch von Naxxramas. Ein Hearthstone-Abenteuer.